Und einige der Schreiber, sie hörten, was Jesus gesagt hat, und sie wollten eine Falle zu stellen mit was er sagte, und sie sagten, wenn sie die Opfer von Schafen und Ochsen verbieten und Vögel. Zu welchem Zweck wurde es von Solomon gebaut? Dieser Tempel Gottes. Dieser Tempel wird restauriert vor 46 Jahren. Und Jesus antwortete und sprach, es ist in den Propheten geschrieben. Mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein, für die Opfer des Lobes und des Dankes, aber sie machte es zu einem Blutbad. Und Sünder auf brutale Art und Weise zu den Tieren in den Tempel Gottes ermordet. Und es steht geschrieben, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Mein Name wird unter den Heiden groß sein und Weihrauch in meinem Namen angeboten, zusammen mit einem reinen Angebot. Aber sie haben den Tempel Gottes verwandelt, ein Ort der Verwüstung mit ihren Blutopfer und den süßen Duft mit dem Geruch von Blut zu maskieren. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen und nicht sie abzuschaffen. Du weißt nicht, was geschrieben steht. Gehorsam ist besser als Opfer und Hören auf den Willen Gottes. Es ist besser als das Fett von Widdern. Ich, der Herr, bin müde. Deine Brandopfer und Angebote, die in meinem Namen machen, sind nutzlos. Ich akzeptiere nicht, denn seine Hände sind voll Blut. Und Jesus sagte, ich will dieses Paschamal feiern mit meinen Jüngern. Bald die Stunde des Leidens, das Denkmal meines Opfers für den Dienst und für die Erlösung aller Menschen zu schaffen. Denn siehe, es kommt die Zeit. Wenn der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert werden. Anführungszeichen. Und einer der Zwölf fragte er, das werde ich, Herr? Und er antwortete, derjenige, dem gebe ich den SOP, es ist. Wer wird mich verraten? Anführungszeichen. Und Judas Iskariot, er sagte, die Tabelle dort ungesäuertes Brot, Wein gemischt, Öl und Kräuter nachschlagen, wo aber ist das Lamm, das Mose euch geboten? Anführungszeichen. Judas hatte das Lamm gekauft, aber Jesus hatte ihm verboten, töten das Lamm. Und Johannes durch den Heiligen Geist vorausgesagt, siehe, das Lamm Gottes, der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe gibt. Judas war bei diesen Worten überrascht, weil er wusste, dass er ihn verraten. Aber Judas noch einmal gefragt, Meister, nicht ist es im Gesetz geschrieben, dass Juden müssen ein Lamm schlachten für das Fest des Passa innerhalb der Portale. Und Jesus antwortete, wenn ich auf das Kreuz emporgehoben, es wird in der Tat Lamm geschlachtet werden, aber der Jünger, der wird mich verraten. Besser er nie geboren worden. Judas Iskariot hatte in das Haus des Kaiphas gegangen und sagte, Jesus ist das Passamal feiern in der Stadt. Mit Fladenbrot statt Lamm. Ich hatte das Lamm gekauft, aber Jesus verbot mir, das Lamm zu töten. Siehe, der Mann, den ich kaufte, ist Zeuge. Kaiphas zerriss seine Kleider und sagte, wahrlich, ist dies nicht der Osterferien nach dem Gesetz des Mose? Er hat ein todeswürdiges Verbrechen begangen, denn es ist eine schwere Übertretung des Gesetzes. Warum wir mehr Zeugen brauchen? Judas, bevor hast du hier... Zwei Räuber trat in den Tempel, Anhänger von Jesus, und sie haben das Buch des Gesetzes gestohlen, und das ist das Ergebnis seiner Lehren. Wir haben dies den Menschen zu sagen, die ihm nachfolgen, weil sie die Macht des Gesetzes fürchten. Anführungszeichen. Diese Geschichte wird fortgesetzt.